Hallo und herzlich willkommen zu Mit dem Himmel verbunden. Am Donnerstag feiern wir 1990 Jahre Abendmahl. Das erste Abendmahl, was Jesus damals mit seinen Freunden gefeiert hat, das hat etwas von dem, was heute auch das Abendmahl für uns bedeutet, nämlich die Verbindung mit dem Himmel, die Hoffnung auf den Himmel, auf eine wunderbare himmlische Gemeinschaft und dass wir etwas davon schon hier auf dieser Erde erleben. Eine super Gemeinschaft. Ich möchte das vergleichen mit den Kitecamps, die wir erleben. Und bevor ich da lange von erzähle, guckt es euch einfach selber an, was das Besondere an Kitecamps ist. Sehr viele verschiedene Menschen kommen zusammen, die sonst eigentlich sich nicht so treffen würden, denke ich. Sondern es gibt ein gemeinsames Kite-Thema und da kommt man zusammen und sieht dann, was daraus entsteht. Ich habe aber dann schon festgestellt, dass mir das Spaß gemacht hat, auch mit Leuten, die man vielleicht auch nicht so gut kennt, über tiefgründige Themen zu sprechen. Einfach mal Zeit, auch mal nachzudenken, was so im Alltag, im Berufsalltag dann einfach auch zu kurz kommt. Ich nehme da eine Menge Persönliches mit einfach oder beziehungsweise was ich auf Persönliches irgendwie rückbeziehen kann. Es war teilweise nachher für mich so emotional geladen, geballt gewesen, dass ich teilweise ein bisschen Pipi in den Augen verdrängen musste. Ich bin eigentlich kurz davor gewesen, aus der Kirche auszutreten. Und ich muss ehrlich sagen, Erik hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass man sich das auch mal durchlesen sollte, die Bibel, und die nehme ich mir jetzt vor. Also das Besondere an Kitecamps mit Ewigkeit ist die super Gemeinschaft von Leuten, die sich vorher so noch gar nicht gesehen haben. Sehr vertrauensvoll, wo man eben auch Themen bespricht, die ein bisschen ins Eingemachte gehen, wo man ehrlich und offen voreinander ist und wo man auch durchaus mal über so Sachen wie Scheitern spricht. Und das ist etwas, was ich auch im Abendmahl erlebe. Eine Gemeinschaft mit Menschen, die ich mir nicht unbedingt ausgesucht habe, aber wo wir durch Christus verbunden sind. Eine Gemeinschaft von Leuten, die miteinander auf dem Weg sind und die sich von Christus her beschenken lassen, die von ihm eine neue Perspektive auch bekommen im Leben und in dem, was ihnen wertvoll ist. Und dieses Geheimnis vom Abendmahl, da möchte ich morgen noch mehr zu sagen und jetzt schon dazu einladen, am Donnerstagabend einfach sich bereit zu machen, da wo du bist, und so etwas, ein bisschen so Art Abendmahl mitzufeiern, Donnerstag 19 Uhr. Morgen mehr zum Thema Abendmahl.